So, und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Runde Magicians and Looters. Sind da, wo wir letztens aufgehört haben. Bei unserem. Wer war das eigentlich? Ich habe den Namen vergessen. Moment. Steuerung. Ach ja, bei Lehrling Brand. Und dann hatte ich Glück, denn. Der geheime Ausgang führte direkt hinter die Zelle von Versimo. Wirklich? Bist du dir sicher? Ja, ich konnte ihn durch den Stein hören. Er hat irgendwas gesagt wie: Oh, ich sterbe total und so Zeug. So in etwa war das gewesen. Keine Sorge, Master Wasimus, Meister Wasimus, ich werde dich retten. Aber diese Wand konnte nicht zerstört werden, so wie die andere, also musste ich einen anderen Weg finden, ihn zu erreichen. Press down and R to drop from a ledge. Drücke nach unten und A, um nach unten zu springen. Diesen Teil wirst du nicht glauben. Irgendjemand hat ein Zauberbuch in einer Kiste hinterlassen. Und ich bin glücklicherweise darauf gestoßen. So konnte ich durch die Seiten blättern und lernte daraus, wie ich Feuerbälle beschwören konnte. Wow. Warte mal eine Sekunde. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Du hast ein altes Zauberbuch gefunden in einem geheimen Raum mit magischen Texten und konntest dieses sofort meistern, was Versimo dir nicht in einem kompletten Semester beibringen konnte. Ich fange an zu denken, dass Versimo nicht gerade sehr gut in seiner Aufgabe war. Okay, dann dürften wir jetzt hier ein Zauberbuch finden. Du hast den Feuerball. Greife Gegner mit deiner magischen Kraft an. So, hol den Left Trigger und press X, bla bla bla. Okay. Gleich mal gucken. Ah, so geht das. Cool, dann können wir jetzt mit ihm hier Feuerbälle rumballern. Nicht schlecht. Oh, okay. Bam. So, und er hat mal eben aus dem Zauberbuch gelernt, was Versimo ihm nicht in einem kompletten Jahr beibringen konnte. Ah, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ah, ich könnte wirklich ein bisschen Eiscreme gebrauchen. Mit Schokoladenstückchen und Kirschen. Oh ja, ich auch, Boss. Ich auch. Hey, Fred, öffne das Tor. But I definitely have to be a moment. Aber ich will auf jeden Fall eine Waffelspitze dazu haben. Magst du Waffelstückchen? Choco? Warte eine Sekunde. Das ist nicht Fred. Das stimmt. Das ist nicht Fred. Wer ist dieser Typ? Oh, ich bin neu hier? Nein, du bist nichts falsch. Ich bin Fred. Keine Ahnung. No, you are wrong. I'm Fred. Hey, Joko. Ja, Boss. Ist dieser Typ Fred? Es könnte sein. Fred ist ein sehr bekannter Name, weit verbreitet. Ich kenne einen Fred aus meiner Heimatstadt. Er war der Schlosser. Sie? Ah, sie war der Schlosser. Sie? Irgendeine Art Frederike. Oh. Hä? What should we go about this guy, Boss? Was sollen wir mit diesem Typen machen, Boss? Ich denke, nachdem uns Fred die Zelle geöffnet hat, werden wir ihn ein wenig ermorden. Ich sehe Fred, er kommt. Fred, beeil dich. Warte eine Sekunde. Ich glaube nicht, dass er das Tor öffnen sollte. Hä? Das geht zu so schnell. Okay.
Ihr könnt es ja gerne nochmal nachlesen, das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Fred kam auf jeden Fall und die dachten, nee, das ist keine gute Idee und wir können schnell abhauen. Und ja. Oh, 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 oh. Stirb endlich. Oh, die Mucke ist cool. So, räumen wir hier erstmal ein bisschen auf. Wir haben übrigens mit Brad ein Schild, womit wir Schläge und Geschosse abblocken können. Wie ihr gerade gesehen habt. Juhu, Gold, 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 meins. Alles meins, mein Schatz. So, wollen wir da mal schauen, ob jetzt schon die Karte funktioniert? Jawohl. Okay, wir sind jetzt hier. Was haben wir denn da oben so Schönes? Gucken wir mal nach. Oh, komische Pupsviecher. Wie ging denn das mit der Magie? So, ha, nimm das. Und auch Ziel suchen, wie praktisch. Das sind die Körper, von denen die rumlaufen? Ja, das sind die Körper, von denen die rumlaufen. Wir die da drüben? Nee. Gut, dann springen wir einmal rüber. Und zack. Adios. So, und da haben wir einen Orb, die uns dann noch schön aufrüsten werden. So, springen wir wieder zurück. Und jetzt ist natürlich die ganze Bagage wieder da. Ja, ich krieg das noch hin. Oh, die Sau. Okay. So, was haben wir hier? Hier werden wir wohl einen Blitzzauber brauchen, wie es aussieht. So, mal gucken, wie wir hier aus der Nummer jetzt sicher rauskommen. Wir haben nicht mehr ganz so viele Lebenspunkte. So, ein bisschen konzentrieren hier. Kleines Trommelfeuer nach unten ab. Jetzt haben wir natürlich unten noch diesen, ja, die ganzen Bogenschützen da unten rumhängen. So, die da hinten können uns nicht treffen, okay. Können sie uns jetzt treffen? Ja, der eine zumindest. Vorsichtig. Aua. Wechseln sich aber auch immer schön ab beim Schießen. Säcke. So, okay. Die haben wir eingesackt. Ah, okay. So, die sollen mit Magie besiegen. Kriegen wir hin. Ich würde jetzt am liebsten runterspringen, aber meine Lebensenergie sagt nein. Das wirst du nicht tun. Jetzt haben wir nur noch einen. Der ist clever, der duckt sich mit uns mit. So, schön was schnabuliert. Und weiter geht's. So, eine neue Kiste. Auf wie. Oh, und das sind unsere Freunde wieder. Ich will mal was testen, Moment. Hey Boss, er ist darauf reingefallen. Ja, das ist der Jocko. Was für ein Idiot. Und ich dachte, wir hatten irgendeinen meisterhaften eindringlichen Ninja oder irgend sowas gefangen. Hey Idiot, ich bin gelangweilt. Mach irgendwas. Regel Nummer 1. Dungeon haben immer irgendwelche Geheimgänge. Stand gerade unten im Text. So, dann müssen wir unsere Freunde wohl leider enttäuschen. Du willst mich doch verarschen. Wer hat bitteschön dort eine geheime Passage hingebaut? Und tschüss. Und damit sind wir diesen Idioten entkommen. So, was haben wir denn hier? Kommt hier irgendwo ein Geheimnis ist an der Rand. Vorsichtig. Ja, da haben wir nämlich manchmal immer, sind so Abgründe. Habe ich schon mal letztens festgestellt. Hier ist immer irgendwas Tolles drin. In dem Fall eine Kiste. Yay. Wir haben durchgefunden. So, Moment, Inventar. Wollen wir gleich mal ausrüsten. So, wir haben hier das Eisenschwert und dann haben wir den Dolch. Bisschen schneller, gleicher Schaden, aber mehr Leben.
Und ein dünnes Gelaber dazu. Okay, ein Stück schneller ist er. Schön. Und dann rennen wir doch mal weiter. So. Oh. Mal auf Tiefseeabenteuer. Runter zu die Fische. Gibt es irgendeinen Atmungsbalken? Nee, gibt's nicht. So, gucken wir doch mal, was uns als nächstes erwartet. Paar kleine Stachelchen. Ja, harmlos. Dann mal hier. Wieder ein Geheimgang. Boah. Yay, ein Orb. Aufgelevelt. Meine Regeneration. Plus 15%. Und Ballons. Wow. Ballons, juhu. Meine eigene Party. So, stürmen wir mal weiter. Tak, 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 tak. Brad kann jedes Gegenstand ausrüsten, den du findest. Okay. So. Damit kommen wir an die Klippen. Ich vermute mal, wir werden dann gleich auf die Tussi stoßen. So, einmal Tor öffne dich. Und unsere Mana regeneriert sich wirklich, was sie vorher nicht getan hat. Das ist sehr schön. So, gucken wir uns noch mal ein bisschen um hier. Da ist nix. Da ist auch nichts, außer eine Kerbe, die wir reinschlagen können. So, wo sind wir hier? Ah, ich glaube, bis hierhin hatte ich mal bei meinem kleinen Test gespielt. Da haben wir ein recht fieses Monster, was wir nicht verletzen können von vorne. Wir umgehen es einfach mal. Ich würde immer noch probieren, es eventuell anzugreifen, aber das Ding ist relativ zäh und sobald es sich umdreht, können wir keinen Schaden mehr dran machen. Und ich glaube, wenn es uns einmal trifft, sind wir tot. Daher lassen wir das mal lieber da, wo es ist. Und sehen uns hier unten mal weiter um. So. Unter dem Berg. Okay, wo sind wir denn hier? Da ist ein Aufzug. Hier können wir schön wieder hoch. Hui! Das ist cool. Ist hier irgendwas Geheimes? Nee. So Fallschaden gibt es auf jeden Fall. Was zur Hölle? Heroische Musik. And that's when it happened. Was? Und das war es, als es passiert. Wenn was passiert. Was? Ich habe dem fürchterlichsten Magier dieses Königreichs die Stirn geboten. Ach nee, ich bin ihm begegnet. Dem mächtigen Fruchtmagier. Was? Minea, es war furchtbar. Du hast keine Ahnung. Da waren Früchte, überall. Ich bin sehr sicher, der einzige Grund, warum ich überlebt habe, war pures Glück. Das und mein Schild. Niemand kann verstehen, wie es nützlich es ist. Willst du mir jetzt ernsthaft erzählen, du wurdest mit Früchten angegriffen und bist in dein Leben gerannt? Ananas ist Frucht. Okay, schön. Du bist zurück. Du bist nicht tot. Du konntest nicht Versimus retten, aber was auch immer. Was? Wo zur Hölle war der gerade? Aber wenigstens sind wir jetzt sicher, dass er im Schloss ist. Dann schlage ich vor, wir versuchen unseren Weg zurückzukämpfen, nachdem wir ihn gefunden haben. Natürlich. Wo zur Hölle ist sie? Ich hoffe, sie ist nicht tot oder irgendwas. Ich fühle etwas, ja, Bedauern dafür. Willst du mich verarschen? Nun geht's gut. Das ist bestimmt sehr lustig für sie. So, und ich denke mal, jetzt werden wir uns der an den Wänden. Wo zur Hölle bin ich? Sehr nebulöse Gegend. Das erste, was wir müssen, wir klettern einmal auf einem Baum. Okay, hier ist nichts. Ja, ich finde den Kampf mit Nin finde ich echt am coolsten mit den Deutschen. Das hat einfach mal das Schwertern. Dual Wild hat einfach mal Stil. So, gehen wir erstmal hier lang. Toll, a warp. Okay. Was zur Hölle? Telewarp ist schiefgelaufen? Ja, woher weißt du das? Im Falle dessen, du kannst es nicht lesen?
Dies ist eine lizenzierte Warphöhle-Station. Ich bin im Telepathie-Teleportgeschäft für über 12 Jahren, wirklich. So, du kannst mich also zum Wizard Keep telewappen. Oh, diese Musik ist so verstörend. Oder Schloss Castle, Luchas. Hast du schon mal von diesem Platz gehört? Nein, du hörst nicht zu, Lady. Ich bin lizenziert für Warps, tolle Warps, nicht Telewarps. Und die Lizenz ist nur für den Wald. Und in welchem Wald bin ich? Boskwallow. Boskwallow. Hat Versimo nicht schon mal darüber erzählt in unserer Klasse? Was hat er gesagt? Los, denk nach, Nen. Er hatte irgendwas an seinem linken Fuß und er hat es entfernt. Eine wahre Geschichte. Dieser Idiot, er hat mir nie irgendetwas beigebracht. Bist du okay, der? Bring mich nur raus aus diesem Wald. Das wird dich etwas kosten. Oh, der will 400 Kröten haben. Nee, ich gucke mich erstmal um. Du weißt, wo du mich finden kannst, wie du wieder zu Sinn gekommen bist. Oh, endlich die verstörende Musik vorbei. Kranker Scheiß. So, gucken wir erstmal noch, was auf der rechten Seite liegt. Da hoch kommen wir nicht. Was ist hier? Geheimgang, mal wieder. Juhu. Ein Frosch. Quack. Quack. Was zum Teufel? Boah. Fies. Aber ich mit meinen Ausweichskills. Dann natürlich gar keine Probleme. Ist da hinten noch eine Geheimwand vielleicht? Moment. Nee. Das ist aber schon eine gemeine Falle, würde ich meinen. So, gehen wir mal wieder raus. Jetzt ist der Frosch schwarz. Irgendwas Schlechtes passiert. Das ist ein dunkles Omen, definitiv. Ich muss das Spiel deinstallieren. Nein. Ach ja, wenn wir schon mal dabei sind. Ich hoffe ja, das schauen sich ein paar Leute an. Wenn ich das Ganze ein bisschen weiterspielen soll, euch die Story interessiert. Dann schreibt es mir doch gerne. Oh, cool. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Aber so wie ich jetzt drauf bin, denke ich, werde ich es auf jeden Fall weiterspielen. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Was sind das für Viecher? Wie stark? Puck, puck, puck. Okay, scheinbar nicht. Ich will es gar nicht wissen. So, was haben wir denn hier noch alles? Unmengen an Bäumen. Da kommen noch mehr solche, was auch immer das ist. Welche Stachelbiber. Seltsame Geräusche machen. Oh, ich finde die Musik immer noch verstörend. Ich habe sie immer noch im Ohr von diesem komischen Troll da in der Höhle. Total abgedreht. Okay, da hinten ist ein Camp. Gucken, ob wir darüber kommen. Und hoppala! Und jawohl, geschafft. So, was haben wir hier Schönes? Ah, ein Speicherpunkt. Bom, bom. Was ist da? Noch mehr Nebel. Hier ist nix. Da war so ein Troll. Ich hab's genau gesehen. Der ist aus den Bäumen ausgebrochen. Gut, hier ist nix weiter. Es sieht unheimlich aus. Poaching. Jetzt sind es rote Igel. Ich hoffe, das macht keinen Unterschied. Piesacken die einfach mal weg. So, wollen wir mal gucken hier. Okay, hier ist alles soweit safe. Kleinen Moment kurz.